Finde ich irgendwie sehr gut. Das Ding hat fettige Ränder und die Nacht ist vorbei. Moin Leute. Wir haben im letzten Video, oder ich habe im letzten Video, Vorkehrungen getroffen, um meinen Minecraft-Let's Play weitermachen zu können. Oh, das ist schon wieder eine Spinne, Alter. Dunkel. Warte, wo ist mein Schwert? Inventar. Wolle, weiß ich nicht, Wolle mit. Die Spinnen sind auch hier so tagesresistent und so. Nicht so wie die Zombies, die halt verbrennen. Ja, ich mach dich platt, Alter. Ah, Schwert holst, ne? So, wir finden halt direkt den Cave. Das Schlimme ist bloß, ich habe noch kein Schwein gefunden. Und das heißt, ich gehe quasi. Ah! Zombie! Bist du dich! Bist du dich! Ha! Wie er verreckt. Hatte keinen Moment Angst. Und ich will mal erforschen, woher dieses Wasser kommt. Ja, will ich. Erstmal nehme ich Kohle noch mit. Einfach weil ich's. Ja. Warte, ich sollte meine Dings ein bisschen sortieren. Ja, die Eisendinger, die hebe ich nur auf. Man weiß ja nie, ne? Ja, so nach Richtigkeit wäre das schon ganz gut. Na, so gefällt mir das. So, nehmen wir das. Nehmen uns hier die Kohle. Ist aber ganz schön viel Kohle. Habe da eben rechts oben noch was Interessantes gesehen. Da könnte man auch nochmal reinschauen. Aber viel Kohle. Das sieht doch auch ganz nett aus. Warte, Inventar, nehmen wir den Dreck. So viel Dreck habe ich aber auch wieder gar nicht. Da geht doch was. Ah, klar, man kann wieder runterfallen. Ist typisch. Ist man schon so vorsichtig und dann klatscht man trotzdem. Ne, das ist einfach bloß eine Gegebenheit hier. Okay. Na, wenn es weiter nichts ist. Ganz vorsichtig. Na komm. Ah, da nicht. Hier. Ist auch so awesome da, ne? Wächst da ein Baum in der Luft, ey. So genial. So, ich will mal schauen, wo das Wasser hier herkommt. Tja, jetzt haben wir das herausgefunden. Das Wasser kommt daher. Und ich habe immer noch kein Cave gefunden. Das ist einfach. Ich weiß nicht. Sollten noch mehr. Meistens findet man da immerhin so ein Cave oder so. Doch auch nochmal ein Wasserfall. Wie viele Wasserfälle? Nein. Das ist sogar Kohle. Kann man ja auch einmal liegen lassen, ne? So. Habe ich keinen Dreck mehr. Verarschen, die Dinger tauchen hier einfach so aus dem Berg auf. Na, ich hab keinen Dreck mehr. Na, Junge. Ich höre noch irgendwelche Monsterfisten. Und so Caves erkunden und so Gedöns halt. Und wenn sich hier nichts findet. TS posten die da bestimmt schon wieder wie wild, Alter. Hört man im Hintergrund.
Baum einschlagen. So, da unten ist meine Safety-Hütte. Gut, da bin ich schon mal so weit gar nicht weg. Sieht so awesome aus, ey, aber richtig. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich will Monster finden. Da hinten im Berg habe ich auch schon nachgeschaut. Ich meine, ich werde jetzt nicht wie Timon einfach stumpf ein Loch in den Boden graben und hoffen, dass was passiert. Das sieht so gefährlich aus. Hey, wie komme ich denn jetzt wieder runter? Ohne zu verrecken. Ich lande auf der Kuh. Ob die sterben würde? Guck mal, kann wenigstens einen Block weit springen. Schau mal, was das freundlich ist. So, warte, die Kuh kann man auch mitnehmen. Du kannst nicht fliehen, du kannst nicht fliehen. So. Kann man ja ein bisschen die Welt abscouten. Schauen wir mal hier lang. Sah auch nicht so schlecht aus. Pilze kann man essen. Nehmen wir. Ich nehme einfach das Schwert dafür jetzt. Schafe geben Wolle. Mit Wolle kann man färben. Aber Schwein finde ich hier wieder nicht, ne? Ja, mit dem Schwert dieses Zeug hier aufgraben, diesen Dreck. So, ich bin der professionelle Schafsister. Und ich habe mich wieder verlaufen. Diesmal bin ich ein bisschen vorsichtiger, diesmal merke ich mir, wie ich zurückkomme. Ja, da vorne. Machen wir so eine Fackel da auf dieses grüne Feld hin. Bam. Ich habe keinen Bock, hier jedes Schaf zu fisten, was ich irgendwie sehe. Ich habe aber auch irgendwie eine komische Welt erwischt. Anfang sah es ja ganz nett aus, da mit dem Strand und dem kleinen Unterwasserhöhle da. Ja. Ein Schwein! Schweini, Schweini, Schweini! Schweini! Klar, das haut auch jetzt hier ab. Blöde Schwein, Alter. Sau, du. Nein, da ist es. Da ist eins. Nein, das haut gleich wieder ab. Ich finde die garantiert nicht mehr. Schweini, Schweini, Schweini. Ah, hier waren die ganzen Schweine. Schon mal etwas. Ein Fleisch. Das kann man im Ofen auch braten. Verstehe einer, wie das funktioniert. Und dann gibt es Steak. Und Steak gibt mehr Leben als ein rohes Fleisch. Müssen die Schweine jetzt schon wieder hin? Das ist unglaublich. Wie sie flüchten dabei. Wenigstens habe ich jetzt mal überhaupt ein Fleisch. Das ist schon gut. Guck mal, das Schwein, das schwimmt da hinten. Und die Ente auch. So, Schwein, piste dich. Hey, ich werde wohl heute noch ein Cave erkunden, bevor... Das hat er kein Fleisch hinterlassen? Natürlich nicht. Bevor ich jetzt hier ProSieben anmache und mir Schuh des Manto anschaue. Das gleich zwei, das finde ich gut. So. Da oben wäre noch Kohle. Ach, ich nehme sie mal mit.
Vielleicht ist da ganz zufällig dahinter ein Eingang zu einem Cave. Man kann ja nie wissen. Alter, wie die im TS posten, ey. Eine Nachricht nach der anderen. Hier irgendwelche Clan-Tags. Stimmt. Schon wieder. Schon wieder. Hört ihr das? Das regt einen noch irgendwie auf, ein bisschen. Senden sie doch wieder ein bisschen dunkler aus. Vor allem schaut das erste Mal so ein bisschen nach Cave aus. Machen wir mal Licht. Na, es gefällt mir. Nochmal so ein kleiner. Na klar, es wird dunkel. Aber es macht, wenn man Cave erkundet. Sowieso kein Unterschied, auch eine Spinne. Und hier hin. So, den Weg dorthin mache ich hier noch eine hin. Und da mich auch ja wieder zurückfinde, ja. So, und das heißt ab in den Käfer, bevor die Spinne mich findet. Ja, ist unglaublich, ne? Man geht in einen Cave voller Monster, um den jetzt zu erkunden. Und am besten macht man das nachts, damit die nachts, weil nachts Monster draußen rumrennen. Man sowieso nicht viel anderes machen kann. Ja, so typischer Standard-Cave, ja. Ist dunkel, hier geht's runter. Sogar Wasser. Interessant. Ich glaube, ich hätte nicht gleich ins Wasser springen sollen. Wirklich nicht. So, der geht hier unten auf dem Wasser. Naja, das wird aber nicht alles gewesen sein hier am Cave. Ist wahrscheinlich Sandstein da vorne. Ja, ist voll Physik und so, ne? Das Wasser fließt. Dafür habe ich schon mal Eisen gefunden, noch mehr. Das ist schon mal gut. Mit Eisen kann man was anfangen. Beziehungsweise ich weiß noch, was man mit Eisen anfangen kann. Ach du Schande, ey. Habt ihr das gehört? Also wenn man sowas hört, dann bleibt mir das Herz stehen. Ja, und ich sehe massenhaft Monster. Massenhaft. Seriously? Oh mal, da springen sie wieder zu drin. Eieieiei, wir freuen uns, Alter, wir springen hier ums Lagerfeuer. Und die MTS, die posten wie wild, Alter, das macht einfach nichts. Okay. Dude. Speichern wir das. Bis gleich, Leute.